Moin moin meine lieben Matrosen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge King of Seas. Und wir bringen den habgierigen Tischler zum goldenen Fisch jetzt mal seine Kohle. 100.000 Golddublonen wollte er haben und ja, die bekommt er leider auch. Ärgerlich. Gut, schauen wir, was wir dafür kriegen. Da bist du ja. Hast du genug Gold aufgetrieben? Hast du Interesse an dieser Truhe voller Gold? Jetzt verstehen wir uns. Nun gut, wir können gleich mit einem Schiff loslegeln. Falls jemand fragt, werde ich sagen, dass du mein Gehilfe bist. Anker los! Okay. Geht's direkt schon hin zur Insel? Cool ist das denn? Da sind wir. Ich warte auf dich am Schiff, das am Hafen vor Anker liegt. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich habe dringende Geschäfte zu erledigen. Ein Kinderspiel. Ich bin im Handumdrehen wieder da. Lucky, was für eine Überraschung. Admiral Byrne, ich bin so froh, dass ich endlich mit dir sprechen kann. Hilf mir, ich bin unschuldig. Ich habe meinen Vater nicht getötet. Du musst mir glauben. Ich weiß, Luki. Ich weiß, dass du dem König nie etwas antun würdest. Was ist meinem Vater zugestoßen? Ein mächtiger Voodoo-Zauber hat ihn getötet. Aber darüber musst du dir keine Sorgen mehr machen. Aber wir müssen den Schuldigen finden. Deine Naivität ist dermaßen nervig. Dein Vater war immer so ein Weichei, schwachbrüstig, der macht unwürdig. Genau wie du. Was? Er ist ein Verräter? Jahrelang habe ich heimlich meine Magie verfeinert und auf den richtigen Moment gewartet, um den Fluch der Viper auszuführen. Ich behaupte einmal, er hat bei deinem Vater vorzüglich gewirkt. Ein Fluch, also warst du es, der es getan hat. Oh mein Gott, das bin ich schnell vom Begriff. Unter uns, innerhalb der Mauern dieses Schlosses, liegen Voodoo-Folianten von unschätzbarem Wert. Der König hielt sie über Jahre verschlossen, aus Angst, dass sie jemand unnützlich sein könnten. Oh, was für ein Narr. Das Siegel war ein Kinderspiel und nachdem der König endlich weg vom Fenster ist, wird mich nichts mehr davon abhalten, Magie bei Tageslicht einzusetzen. Die ganze Welt wird von meiner Macht erzittern. Du bist verrückt. Und weißt du, vor einiger Zeit entdeckten wir die Existenz von anderen bewohnten Kontinenten, die näher liegen, als wir dachten. Ein Herrscher, ein wahrer König hätte sich diese Macht zunutze gemacht, Krieg erklärt und die Grenzen des Königreichs über den Horizont hinaus erweitert. Da verstand ich, dass schwache Männer der Macht nicht würdig sind. Das Königreich der Meere verdient einen Mann, der es zu Größe führen kann. Nun wird mich nichts mehr davon abhalten, auf dem Thron sitzend die gewaltigsten Kriege zu beginnen, auf die sich die Welt an mich als Imperator erinnert. Danke, Luki, du hast mir die Mühe erspart, dich zu suchen. Nein, das kann nicht wahr sein. Ein Fluchtversuch ist sinnlos. Ich habe bereits nach Kapitän Henry geschickt. Er ist auf dem Weg, um dir die angemessene Anerkennung für deinen Wert zu geben. Ich muss mich auf meine Krönung vorbereiten. Das Gericht der Meere hat offensichtlich mich als König erwählt. Wachen! Legt Luki in Ketten und führt die Exekution umgehend aus. Der Mörder des Königs wird nicht ungestraft bleiben. Auf Wiedersehen, Luki. Oh nein. Psst, Luki, hier drüben. Da ist ein Durchgang, der aus der Festung führt. Ja, Charlie, bist du das? Höchstpersönlich. Du musst deine Haut um jeden Preis retten, Luki. Du bist die einzige Hoffnung des Königreichs. Und jetzt beeil dich. Flieh! Okay, hauen wir ab. Beeil dich, Clark, sofort weg. Was passiert? Hast du nicht gesagt, es wäre ein Kinderspiel? Mein Schiff ist nicht für ein Gefecht ausgerüstet. Dann bring mich zu meinem Schiff. Schnell. Oh. Wir haben dein Schiff erreicht. Sieht so aus, hätten wir sie abgehängt. Leb wohl, Clark. Dank dir. Oh, das ist ja nett. Abgehängt? Ich würde sagen, nein. Dachtest du, du könntest mir entkommen? Weglaufen bringt dir nichts. Du wirst für dein Verbrechen bezahlen, Pirat. Verstehst du nicht? Ich bin unschuldig. Admiral Byrne hat meinen Vater getötet und er wird mir alles in die Schuhe schieben. Admiral Byrne ist ein loyaler, aufrichtiger Mann. Er ist unser zukünftiger König. Ich werde nicht zulassen, dass du deinen Namen und König Alexanders Andenken mit deinen Lügen beschmutzt. Mach dich bereit für meine Kanonen! Okay. Und wo kommen die? Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind. Dann lass uns doch schnell nochmal gucken, ob wir noch ein Talent verbrauchen können hier. Und zwar für meine Kanonen, für die Reichweite. Und was haben wir hier oben noch? Hm. Mal ein bisschen schneller. Okay, dann wollen wir ins Gefecht ziehen, oder was? Können wir doch gar nicht. Besiege Captain Henry. Ja, aber wir haben ja nichts mehr an... Also wir werden sterben beim Versuch. Oh, er ist Level 50. Guck, wie schnell der ist. Thank you.
müssen hier weg. So schnell es geht. Nein, nicht das Schatzschiff angreifen. Das war ja dumm. Das wollte ich nicht. Ah! Ah, hier könnte man ein Fass haben. Oh, Henry hat es erwischt. Oh, die sind gar nicht so schlecht. Oh, wir müssen weg hier. Er brennt. Vielleicht können wir ihn echt besiegen. Wir müssen ein bisschen abhängen. Besiegt, tatsächlich haben wir ihn besiegt. Schaut euch das an. Mit dem letzten Schuss. Wie gut war das denn bitte sehr? Unmöglich. Rückzug, Crew. Das ist nicht das Ende. Ich werde dich besiegen zum Wohle des Königreichs der Meere. Alter Schwede. Nicht schlecht. Es ist hoffnungslos. Bartholomew hat meinen Vater ermordet. Es grenzt an ein Wunder, dass ich aus der Festung fliehen konnte. Wovon sprichst du? Das ist ungeheuerlich. Komm sofort nach Eagle denn zurück. Wir müssen unsere Pläne neu aufstellen. Machen wir. Also erstmal noch die Schatz da holen, der liegt. Ja, das Problem ist, Eagle Stan liegt natürlich wieder am Arsch der Welt. Könnte natürlich einfach den nächsten Kampf verlieren. Dann würden wir definitiv was bekommen. Naja, egal. Versuchen wir dahin zu segeln. Mein Gott, dieser Kampf, das war ja pures Glück. Eventuell sollte man den auch besiegen. Das war gar kein Glück, sondern von der Geschichte so geschrieben. Man weiß es nicht. So. Während wir da segeln, kann ich erzählen, dass meine PlayStation 5 eingetrudelt ist. Schon seit längerem eigentlich. Ich aber nie so richtig wusste, ob ich die jetzt nutzen sollte. Also wofür ich sie nutzen sollte, weil... So ein richtiges Spiel gibt es davon ja noch gar nicht. Also dafür so richtig gut. Also ich würde ganz gerne Demon's Souls spielen. Vielleicht würde ich Sekiro erstmal durchspielen. Ja, das werden alles so... Den fliegen wir jetzt einfach mal. Ja, hätte ich schon Lust drauf, muss ich zugeben. Demon's Souls zu spielen, weil ich ja auch Dark Souls gespielt habe und ich einfach nochmal auf so eine Herausforderung Bock habe. Sekiro finde ich auch gut, ist mir ein bisschen zu schnell das Ganze, aber boah, ich muss da jetzt auch mal wieder ran. Ich schieb's vor mir her, das ist mein Pile of Shame sozusagen. Aber, naja. Ich wisch mir noch ein bisschen. Mal sehen, wann, was das nächste Spiel sein wird. Ratchet & Clank hatte ich auch überlegt, aber ich weiß nicht warum. Wir haben die anderen Spiele auch nicht zugesagt. Also es ist für mich, das sieht gut aus und alles, aber es reizt mich nicht so. Es ist für mich kein Mario irgendwie, ich weiß nicht. Also Jump'n'Runs hat mich irgendwie Mario am meisten geflasht. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann mal, dass ich das auch mal spiele. Aber für 79 Euro für ein Spiel, für 79 Euro, das kann es nicht sein. Also das ist einfach zu viel Geld. Mich schmerzt es schon, 69 Euro für ein Spiel auszugeben. Und das passiert auch wirklich fast gar nicht. Deswegen, huch, andere Seite. Ja, was sagt ihr denn dazu? Was ist euch so ein Spiel wert? Also ein Spiel, wo ich wirklich lange dran sitze und wirklich auch, das wäre es mir wert. Aber selbst die Assassin's Creed-Teile, die ich wirklich gut finde, sind mir keine 69 Euro wert. Da warte ich immer, bis Ubisoft nach einem Monat den Preis reduziert. Das machen die immer. Also jedes Spiel wird reduziert von Ubisoft. Also wer es zum Neustart kauft, der hat doch echt eine Waffel, weil ganz ehrlich, braucht man das so neu? Gerade wenn es rauskommt zum Release? Ich denke nicht. Nun gut. Aber darüber lässt sich streiten, jeder wie er will. Aber 79 Euro für ein Spiel, ich weiß nicht. Und das ist ja nochmal nur ein Remake, ne? Also ein Remaster, Remake von Demon's Souls. Und dafür 79 Tacken zu bezahlen, das ist es mir einfach noch nicht wert. Ich gucke aber die ganze Zeit immer, ob ich andere Spiele finde, die mich reizen. So. Aber im Moment geht's nicht.
Die Preispolitik bei Nintendo ist auch nicht super, aber ich finde 59 Euro ist immer noch angemessener. Und ich habe 59 Euro für ein Zelda-Spiel, habe ich kein Problem mit so viel zu bezahlen, die teilweise auch 69 gekostet haben. Aber die verlieren auch keinen Wert. Ne? Also man kann die fast für den gleichen Preis wieder verkaufen. Das ist bei anderen Spielen halt nicht so. Das hat Nintendo schon ganz gut gemacht. Frag mich, warum ist eigentlich gar nicht Zelda schon so lange draußen? Warum ist einfach keine von diesen Golden Platin Games, oder was die da mal hatten, Game Selection oder wie heißt, das wäre doch ein geil. Dann könnte man die für die Hälfte bekommen. Nun gut. Aber wie gesagt, ich habe relativ viele Spiele mir auch gekauft natürlich. Wo ich aber wusste, ist es mir auch wert. Also einfach von der Masse her viel da drin ist in dem Spiel und auch von der Story her vielleicht. Ne? Also die Singleplayer-Games sowieso. Multiplayer-Games kaufe ich sowieso, weil da hat man länger was von. Kommt nochmal an welche, ne? Aber da bin ich so ein, habe ich ein Fable für. Aber bei Singleplayer, da muss mich das schon flashen, das Spiel. Und dann macht es mir für mich keinen Sinn, so viel Geld auszugeben. Ich meine, Resident Evil habe ich 59 Euro für bezahlt, für die Xbox-Version, für Resident Evil 8. Ist, finde ich, vollkommen okay. Also, das ist, sind die Preise, die ich kenne, so, ne? Und ich weiß, die Leute mit Überleben, die werden immer teurer und so. Aber 79 Euro ist 80 Euro. Und wenn man jetzt mal, ich weiß, die meisten von euch sind mit der D-Mark gar nicht mehr aufgewachsen, aber wenn ich es umrechne, und das sind 160 Mark, die ich ungefähr, so bummelig, inflationsberechnet, keine Ahnung, wie man das da berechnen soll, weiß ich nicht, ist das schon viel Geld. Also ich weiß, dass Spiele früher auch teuer waren. Ich kann mich erinnern, für mein Super Nintendo habe ich auch teilweise, also ich glaube, Mario-Spiel kostete 99 Euro, das Super Mario All-Stars. Und für Zelda habe ich tatsächlich, glaube ich, 119 bezahlt, oder 129. Ist natürlich auch ein Haufen Zaster. Und man muss ja überlegen, wie billiger das jetzt ist zu produzieren, die Spiele teilweise. Also verpackungstechnisch. Ist nicht vom Programmieren her und alles. Das kostet natürlich alles immer mehr und man braucht immer mehr und mehr. Aber es ist schon viel Geld. Und Sony haut da wirklich eine harte Kerbe, finde ich. Also für exklusive 79 Euro zu verlangen, ist schon viel. Und die PlayStation 5-Besitzer lächzen natürlich nach Exklusivspielen. Ja. Aber ich komme mit einem separaten Video, wo ich die PlayStation 5 und die Xbox Series X einmal direkt vergleiche. Was da mehr Sinn macht, was da, ja, alles eigentlich. Also, ich glaube, wenn man das Video gesehen hat, dann kann man sich auch entscheiden für ein Gerät und ist sehr zufrieden damit. Im Moment liegt bei mir, kann ich auch vorweg sagen, liegt nun mal die Xbox immer noch ein bisschen weiter vorne. Ich sag auch warum gleich. So. Luki, was ist im Palast passiert? Admiral Byrne hat den König getötet und würde nämlich auch umbringen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Was? Er war immer streng, aber ich hatte nie gedacht, dass er irgendjemand so weit gehen könnte, Alexander zu töten. Klingt so, als kanntest du meinen Vater gut. Vielleicht bin ich dir auch eine Erklärung schuldig. Ich bin der abtrünnige Prinz Dominik Maximilian, der erste Sohn des Königs, der wahre Thronfolger. Doch schon bald wurde mir klar, dass ich nicht fürs Leben am Hof geschaffen war. Mein Vater hat mein Benehmen nicht Duke geheißen, also sperrte er mich im Palast ein, bis ich eines Nachts floh und nicht zurückkehrte. Ich war nicht zum König geeignet, anders als mein Bruder Alexander. Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Dieses Leben ist nur eine entfernte Erinnerung für mich und ich habe Adligen sowieso kaum getraut. Und trotzdem hast du dich dazu entschlossen, mir zu helfen. Alexander half mir immer, wenn wir im Palast waren. Ich musste mich revanchieren. Wie bist du vom Kronprinzen zum Piratenkapitän geworden? Ich ging unter Geheimhaltung meiner wahren Identität an Bord des ersten Piratschiffes, das ich haben wollte. Bevor ich eine höhere Funktion bekam, war ich monatelang Schiffsjunge. Mein Vater und ich blieben immer in Kontakt. Als ich Kapitän wurde, haben wir beschlossen, diesen letzten Unterschlupf für Piraten zu erschaffen. Von hier aus konnte ich ihn auf den Laufenden halten, wenn sich etwas am Horizont abzeichnete. Sagen wir, ich habe einen anderen Weg gefunden, meinem Königreich zu dienen. Okay. Verzeih, dass ich mich einmische, Kapitän, aber wie besiegen wir Admiral Byrne? Es scheint keine Hoffnung mehr zu geben. Dazu kommt... Oh, Mist. Ein Voodoo-Zauberer an der Spitze des Königreichs. Verlass das Schiff, rette sich, wer kann. Nun, Leroy. Nicht so hastig. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Wir müssen einen Weg finden, den Vorteil, den der Admiral uns gegenüber hat, auszuräumen. Nämlich seine Voodoo-Magie und den Schutz der Hauptstadt. Dann wird es ein fairer Kampf. Luki, du musst stark genug werden, um die King's Fortress mit Gewalt einzunehmen. Okay. Die King's Fortress erobern? Das hat noch nie jemand. Darum musst du deinen Herrschaftsbereich als Pirat und deine Macht vergrößern. Wir können hier nicht bleiben, wir müssen zum Angriff übergehen. Luki, du holst dir um jeden Preis zurück, was dir zusteht. Brauchen wir ein neues Schiff wahrscheinlich, ne?
Luki, ich habe 3 Häfen der Königsmarine ausgesucht, die das Meer wieder mit Piratenschiffen fluten werden, sobald sie erobert sind. Um einen Hafen zu erobern, musst du eine Festung zerstören. Keine leichte Aufgabe, auf die man sich gut vorbereiten muss. Komm zurück, wenn du die Häfen erobert hast und melde dich in Eagle's Den. Ach so. Ich dachte, er gibt jetzt ein paar Tipps, wie ich das machen kann. Anscheinend nicht. Okay, wir müssen einmal hier in den Hafen rein kurz. Denn wir müssen uns heilen. Beziehungsweise reparieren. Ja. Und das Gute ist, geh doch mal weg da. Hier kostet das Gott sei Dank nichts. Bam. So, was hat er denn hier noch für mich? Irgendwas Neues? Alles verkaufen, was wir haben. Wir brauchen das ganze Gold, was wir haben. So. Oh, ein paar Leute. The boat. So. Ja. Wenn wir hier etwas einlagern wollen, was haben. So. Okay, welche Häfen meint er denn? Ich muss erst mal Level 35 erreichen. Okay. Das war eine spannende Geschichte. Aber ich würde sagen, das machen wir gemeinsam nicht, denn das dauert einfach zu lange, wenn ihr seht, wie ich hier... Ich erober ja nur, ich mache ja nur die Nebenquests. Die werden wahrscheinlich nicht ganz so spannend sein, aber das ist das, was wir vorhaben. Ja, das war eine kürzere Folge heute. Nichtsdestotrotz sehr spannend, denn wir müssen ja das nächste Mal Häfen erobern. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und bis dahin. Tschüss.